Etwa 20.000 Jugendliche leben in Deutschland auf der Straße. Allein in Berlin sind es mehr als 3.000. Schulabbrecher, Ausreißer, Drogenabhängige, junge Menschen ohne jede Perspektive, die durch alle sozialen Netze gefallen sind. Die Jugendämter nennen sie Systemsprenger. Das sind vier von ihnen. Michelle P. und ihre Zwillingsschwester Alicia. Mit 18 waren sie obdachlos und schon seit Jahren drogenabhängig. Ich habe mit 12 angefangen gehabt zu kiffen. Ja, und dann kam halt Speed dazu. Christoph R. Mit 17 riss er aus dem Heim aus und landete auf der Straße. Alles, was morgen oder übermorgen war, war mir scheißegal. Rico B. ist 16. Seine 15-jährige Freundin hat vor 4 Monaten ein Baby geboren, doch... Ich weiß einfach nicht, ob ich der Papa bin, weil sie mich halt oft betrogen. Diese Einrichtung in Berlin hat sich auf die Betreuung solcher Systemsprenger spezialisiert. Sie heißt Freestyle. Ein Team von 80 Sozialarbeitern und Pädagogen versucht hier, das verkorkste Leben von 187 jungen Menschen wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Sie sind junge Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind. Gescheitert an Jugendhilfemaßnahmen, an familiären Situationen. Und wir wollen für sie da sein, wollen ihnen zuhören, wollen ihnen Vertrauen schenken und ihnen echte Chancen geben. Schaffen Rico, Christoph, Michelle und Alicia mit der Hilfe von Freestyle tatsächlich einen Neuanfang? Wir wollen es dokumentieren. Rico B., 16 Jahre alt. Es ist Montag, einer der beiden Tage in der Woche, an denen sein Wecker um 10 Uhr klingelt. Für den Jugendlichen brutal früh. Seit 4 Monaten lebt Rico nun bei Freestyle, aber das pünktliche Aufstehen fällt ihm immer noch nicht leicht. Zu viele Monate des Rumgammelns liegen hinter ihm. Aber bei seinen 2 Pflichtterminen verstehen seine Betreuer keinen Spaß. Ich habe 2-mal die Woche Schule, montags und mittwochs. Nur 2 Tage? Ja, nur 2 Tage aus dem Grund, dass ich speziell bin und bin ein bisschen anders als andere Schüler. Und ja. Also mehr als 2 Tage würdest du nicht schaffen? Würde ich ehrlich gesagt nicht schaffen. Auf ein Frühstück verzichtet Rico, wie jeden Tag. Viel wichtiger ist ihm die Morgenzigarette. Der 16-Jährige wohnt nicht wie die meisten Jugendlichen, die von Freestyle betreut werden, in einer Mietwohnung irgendwo in der Stadt. Um sich noch intensiver um ihre Klienten kümmern zu können, haben die Betreiber der Einrichtung beschlossen, dieses ehemalige Fabrikgebäude im Stadtteil Spandau umzubauen. 24 Systemsprenger werden hier bis zum Ende des Jahres ein gemeinsames Zuhause bekommen. So wie Rico, der sich hier pudelwohl fühlt. Das ist eigentlich dann dein erstes richtiges Zuhause? Ungefähr kann man so sagen, ja. Wo ich wirklich angekommen bin, wo ich mich wohlfühle, wo alles schön ist. Denn schön war in Ricos bisherigem Leben nichts. Bereits als Kleinkind wird er vernachlässigt. Seine Mutter ist alkoholsüchtig und drogenabhängig. Oft treibt sie sich tagelang herum, lässt ihren Sohn unbeaufsichtigt allein zu Hause. Sie hat mich sitzen lassen. Für irgendwelche Drogen. Ich habe keine Ahnung, was sie damals genommen hat. Und dann, als ich Hunger hatte, muss ich gucken, was ich essen konnte. Ich habe manchmal auch Tage nichts gegessen. Ich war auch richtig runtergemagert. Man hat richtig meine Rippen gesehen, alles. Noch schlimmer wird es für Rico, als er 8 ist. Der neue Lebensgefährte seiner Mutter ist gewalttätig. Er hat meine Mutter geschlagen vor meinen Augen. Er hat sie blutig geschlagen vor meinen Augen. Diese Bilder werde ich nie vergessen, wie sie blutig auf dem Boden lag. Ich hatte auch Angst, dass er ich dann nicht so bin und ihn einfach anfängt zu schlagen. Um 10:30 macht sich Rico auf zur Schule. Dass er wieder zum Unterricht geht, ist das erste kleine Wunder, das seine Betreuer bewirkt haben. Denn seine bisherige Schulzeit war eine einzige Qual. Rico wurde von seinen Mitschülern massiv gemobbt. Nach der 8. Klasse hatte er genug. Ich wurde runtergemacht, ich wurde geschlagen, ich wurde fertig gemacht, all dies, das. Was hat man dir vorgeworfen? So generell alles. So. Ich war ein bisschen anders als andere. So. Ich war aufgedreht, ich war hippelig. So. Irgendwann bin ich dann einfach nicht mehr hingegangen und hab drauf geschissen. Vor der Schule wartet bereits Benjamin Zwick, der Chef von Freestyle und einer von Ricos Betreuern. Na, Dicker, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja. Gut. Wie jedes Mal vor dem Unterricht bekommt Rico von ihm eine Dosis Ritalin. Denn mittlerweile hat man herausgefunden, woher die Hibbeligkeit rührt.
Rico leidet an einer extremen Form von ADHS. Dagegen soll die Tablette helfen. Ich nehme die, weil ich mich nicht wirklich im Unterricht sonst konzentrieren kann. Ich störe nur, ich rede mit meinem Tischnachbarn. Und wenn ich die Tablette nehme, bin ich halt konzentriert. Und das ist Rico wichtig. Denn er will hier in einem Jahr seinen Hauptschulabschluss machen und sich dann eine Lehrstelle suchen. Ein Schulabschluss, eine Perspektive. Daran war bei Rico noch vor wenigen Monaten nicht zu denken. Hier am Ufer der Spree hat sich der Jugendliche fast 2 Jahre lang jeden Tag mit anderen Schulabbrechern herumgetrieben. Geraucht hat er schon mit 12. Jetzt fängt er an zu trinken. Und dann kommen die Joints, um sich zu betäuben. Um einfach mal alles kurz liegen zu lassen, den ganzen Kummer, den ganzen Schmerz, den ich immer und immer wieder ertragen muss, einfach mal kurz liegen lassen und einfach den Moment genießen. Zu Hause lässt sich Rico kaum mehr blicken. Er schläft bei Kumpels oder im Park. Und immer wieder bekommt er es mit der Polizei zu tun. Ich war 3-mal in der Polizeiwagen. 3-mal. Wieso? Diebstahl, Diebstahl. Und weil ich in einer fremden Wohnung war. Und wie ging das aus? Meine Mom musste mich um 2 Uhr nachts Ostbahnhof abholen. Aus dem Polizeigewahrsam? Aus dem Polizeigewahrsam. Aus Sorge um ihren Enkel schreitet irgendwann Ricos Großmutter ein. Sie informiert das Jugendamt. Und dort besorgt man dem Jugendlichen, der völlig abzustürzen droht, den Platz bei Freestyle. Der 16-Jährige hat sich gut entwickelt, seit er hier wohnt. Er trinkt nicht mehr. Und Cannabis konsumiert er nur noch gelegentlich. Rico gibt sich Mühe, Struktur in sein Leben zu bekommen. Doch von ein paar schlechten Gewohnheiten hat er sich noch nicht verabschiedet. Er ernährt sich fast ausschließlich von Fastfood. Mein absolutes Lieblingsessen, ein Döner, nur mit Fleisch. Doch auch das soll sich ändern. Kochen mit den Betreuern gehört zu Ricos festem Programm. Mach's vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Er soll lernen, wie einfach es ist, sich ohne großen Aufwand ein günstiges, vollwertiges Essen selbst zuzubereiten. Genau, super. Da reinmachen. Ich habe letzte Mal Salat gegessen, da war ich 8, 9. Wie viel Lust hast du jetzt darauf, das zu essen? Absolut gar keine Lust, weil Salat ist eklig, aber zwing mich. Nach 30 Minuten steht alles auf dem Tisch. Rico isst mit Begeisterung, vor allem den Salat. Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Salat so gut schmeckt. Siehste? Aha-Effekt. Das gemeinsame Essen nutzt Benjamin Zwick, um mit Rico über das zu sprechen, was ihn momentan am meisten belastet. Seine private Situation. Und wie läuft es gerade mit deiner Ex-Freundin, mit Paula? Also, sie hat eine 9 und ich bin abgeschritten. Und das tut weh. Und wann hast du zum letzten Mal das Baby gesehen? Vor 3 Wochen. 3 Wochen? Das Baby, das ist die kleine Hanna. Süß. Paula, mit der Rico 1,5 Jahre zusammen war, hat sie vor 7 Monaten zur Welt gebracht. Wahrscheinlich ist Rico Hannas Papa, sicher ist das aber nicht. Weil halt in diesem Zeitraum, wo sie halt schwanger geworden ist, hat sie mich halt betrogen und sie streitet das die ganze Zeit ab. Aber ich bin mir sicher, das war in der Zeit, wo sie mich betrogen hat. Und wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Also ich, momentan bin ich sehr am Verzweifeln, bin ich auch offen und ehrlich. 5 Tage später, um endlich Klarheit zu bekommen, ob Rico tatsächlich der Vater ist, hat ihm Benjamin Zwick einen Test besorgt. In der Apotheke um die Ecke muss der 16-Jährige unter Aufsicht eine Speichelprobe abgeben. Ich hoffe halt, dass der Vaterschaftstest mir Klarheit gibt, dass ich weiß, was ich fühlen kann, wo ich fühlen kann. Weil davor konnte ich keine Gefühle für Anführungsstrichen mein Kind aufbauen. Das Prozedere dauert 5 Minuten. Ricos Ex-Freundin hat sich geweigert, ihre Speichelprobe und die ihres Kindes mit Rico gemeinsam abzugeben. Aber sie hat ihm versprochen, am nächsten Tag auch in die Apotheke zu gehen. Wie geht's dir jetzt? Ein seltsames Gefühl. Ängstlich. Auf irgendeiner Hinsicht doch glücklich. Ist seltsam. Jetzt heißt es für Rico warten. Erst in einer Woche wird er erfahren, ob er tatsächlich Vater ist.
Etwas, das sein Leben komplett auf den Kopf stellen würde. Von allen Systemsprengern, um die sich Freestyle kümmert, ist Alicia P. eine der schwierigsten. Die 20-Jährige wohnt in einer eigenen kleinen Wohnung in Berlin-Marzahn. Ihre Betreuerin ist seit 2 Jahren Mareile Berger. Heute ist die Sozialarbeiterin nicht alleine gekommen. Guck mal, ich habe dir heute den Leo mitgebracht. Und eine Aufgabe. Ich habe gedacht, wir gehen heute mal eine Runde mit dem Leo spazieren. Die Idee dahinter? Drogen und das Leben in Heimen und auf der Straße haben Alicia hart und gefühlskalt gemacht. Von ihrer heroinabhängigen Mutter hat sie nie Liebe erfahren. Durch die Beschäftigung mit Leo soll die 20-Jährige nun lernen, Empathie zu entwickeln und sich für den Hund verantwortlich zu fühlen. Das kennt sie nicht. Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für jemand anderes auch zu übernehmen, genau. Und sie mag den kleinen Hund und so hat sie jetzt mal die Möglichkeit dazu. Alicia, weitergehen. Anfangs ist Alicia ziemlich überfordert. Weitergehen, weitergehen. Sitz. Doch nach und nach schafft sie es, dass sich Leo bei ihr wohlfühlt. Ich finde, sie macht das ganz gut. Also, kommt gut klar mit dem kleinen Hund. Weniger gut kommt Alicia mit sich selbst klar. 3 Tage später, kurz vor Mitternacht, das Krankenhaus in Berlin-Kaulsdorf. Mareile Berger hat uns hergerufen. Sie hat Alicia gerade in die Notaufnahme gebracht. Im Drogenrausch ist die 20-Jährige ohne zu bezahlen aus einem Taxi gesprungen und wollte abhauen. Der Taxifahrer ist dann hinterhergelaufen, hat sich dabei wohl auch schon verletzt. Dann hat er aber die Polizei gerufen. Dann ist Alicia ein bisschen ausgeflippt und hat einen Polizisten verletzt. Das ging dann zu Hause vor ihrer Wohnung ein bisschen weiter, also so, dass sie wirklich fast die ganze Zeit auch Handschellen tragen musste. 10 Minuten später treffen Freestyle-Chef Benjamin Zwick und Alicias Zwillingsschwester ein. Michelle ist aufgewühlt und voller Sorgen. Wichtig ist, dass du deine Schwester nicht irgendwelche Vorwürfe machst, sondern dass du für deine Schwester da bist. Ne? Wegen ihrer Attacke auf den Polizisten droht Alicia ein Gerichtsverfahren. Aber erst einmal kümmern sich ein Psychiater und ein Arzt um sie. Eine Stunde später darf Alicia das Krankenhaus verlassen. Michelle will sie mit zu sich nach Hause nehmen und sich um sie kümmern. Es ist mir ganz wichtig, wenn ihr zu Hause seid, dass Ruhe ist. Ja. Ruhe. Ja, keine Party, kein Alkohol, keine Drogen, kein gar nichts. Es geht um deine Gesundheit, es geht um dein Leben. Ich weiß. Ja, und damit wollen wir nicht leichtfertig umgehen und spielen. Ja. Die beiden machen sich auf zu Michelles Wohnung. Ihre Betreuer begleiten sie. Am nächsten Nachmittag besuchen wir die Schwestern, wollen sehen, wie es ihnen geht. Alicia macht sich gerade fertig. Sie hat einen Kumpel herbestellt, der sie abholt. Michelle protestiert, will, dass ihre Schwester bleibt. Das ist richtig assi, Alter. Alicia lässt sich nicht umstimmen. Michelle wird sauer. Dann hau rein, los. Ja, bis ich dann los hab. Danke. Ja, dann los, tschüss. Da ist die Tür. Mit ein paar Flaschen Bier in der Einkaufstüte ziehen Alicia und ihr Begleiter los. Auf sich aufpassen sieht anders aus. Wird sie wieder auftauchen? Nee, ich glaube nicht. Also wenn sie keinen Bock hat, hat sie keinen Bock. 9 Wochen später. Benjamin Zwick ist auf dem Weg zu Alicias Wohnung. Auf dem Rücksitz Putzzeug und Umzugskartons. Denn die 20-Jährige hat weiter über die Stränge geschlagen, alle Hilfsangebote verweigert und jede Menge Drogen konsumiert. Deshalb hat das Jugendamt die Unterstützung für sie mit sofortiger Wirkung beendet. Das bedeutet, Alicia muss heute ausziehen. Es gab eine Auflage vom Jugendamt, und die wir auch gegeben haben, dass sie in eine Drogenberatung gehen muss. Das hat nicht funktioniert. Wir haben ihr viele Chancen gegeben und dann ist jetzt einfach Schicht im Schacht. Alicia hat die Wohnung komplett eingerichtet übernommen. Benjamin Zwick will ihr beim Packen ihrer persönlichen Sachen helfen. Doch als der Freestyle-Chef in die Wohnung kommt, fällt ihm als erstes etwas auf. Hier fehlt ein Fernseher. Ja. Was ist mit deinem Fernseher passiert? Ich habe den mit einem Kumpel an und Verkauf verkauft. Hast du es besprochen mit Mareile nee, und so? Hab ich einfach so gemacht. Hast du einfach so gemacht? Ja. Naja, du weißt ja, wird ja alles von deiner Kaution abgezogen.
Zwei Jahre lang hat sich Freestyle intensiv um Alicia gekümmert. Doch viele Hoffnungen in Bezug auf ihre Entwicklung haben sich nicht erfüllt. Trotzdem findet Benjamin Zwick nicht, dass er und sein Team an der 20-Jährigen gescheitert sind. Ich kann da auch mit gutem Gewissens rausgehen, weil wir haben unser Bestes gegeben. Ich glaube, dass das genau das Richtige war, was Alicia gebraucht hat. Aber es hat nicht ausgereicht. Und das lag hauptsächlich an Alicias Drogenkonsum. Doch die junge Frau selbst sieht das überhaupt nicht ein. Für sie ist ihr Suchtverhalten nicht der Rede wert. Wir sind jung, wir sind feiern, wir ziehen Speed und haben auch abends mal getrunken oder eine Pille geschmissen. Aber das macht doch hier jeder Zweite. Die Folgen von Alicias ständigem Draufsein sind auch überall in der Wohnung zu sehen. Brandlöcher. Dreck. Schmierereien an Möbeln und auf den Wänden. So, das ist ein Lattenrost, ist hier rausgebrochen. Typisch IKEA. Ja. Ja, was ist hier passiert? Frag ich dich? Fragst du mich? Du wohnst hier. Das Song war nee, lecker, ja? Das ist hier Schrott. Alicia. Was? Ey, wirklich? Kein Stress, ja? Du hast jetzt nicht so richtig Acht gegeben auf die Wohnung. Nicht so. Ja, was soll ich dazu jetzt noch mehr sagen? Außer Scheiße. So. Weiter geht es auf dem Balkon. Die Hauswand ist mit roter Farbe besprüht. Und da hast du. Ja, okay, das war auch ich. Ich habe hier versucht, den Tisch zu lackieren, habe die weiße Wand getroffen. Und so richtig sauer wird Benjamin Zwick, als er sich den Backofen anschaut. Sag mal, willst du mich veräppeln? Was hast du denn gemacht hier? Ja, nee, das ist mir keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das ist Dreck, das ist ekelhaft. Alicia, das machst du heute noch sauber, ne? Ja. So, da wollen wir gar nicht drüber reden. Sich ein. Der Freestyle-Chef, sonst immer die Ruhe selbst, ist für seine Verhältnisse richtig geladen. Das war schon jetzt ein bisschen nervig zum Schluss. Und so verläuft der Abschied von Alicia nicht ganz so harmonisch. Alles klar. Tschüss, Benny. Mach's gut, Alicia. Pass auf dich auf, ne? Und ja. Wir bleiben in Kontakt. Ja? Ist okay. Wenigstens hält Alicia ihr Versprechen und hängt sich beim Saubermachen richtig rein. Das nächste halbe Jahr kommt die 20-Jährige nun in einem Übergangsheim unter. Wie es dann mit ihr weitergeht, hängt vor allem davon ab, ob sie es endlich schafft, von den Drogen loszukommen. Dass es mit Systemsprengern auch ganz anders laufen kann, zeigt Christoph R. Als Freestyle vor 4 Jahren seine Betreuung übernimmt, verweigert der damals 18-Jährige sich komplett, bricht jede Maßnahme ab. Doch allmählich zahlt sich das in ihn gesetzte Vertrauen aus. Christoph macht erfolgreich eine Ausbildung zum medientechnischen Assistenten. Mittlerweile lebt er in einer eigenen Wohnung, verdient Geld und hat große Pläne. Ich möchte später viel Geld haben, mit meiner jetzigen Freundin ein Haus am See haben, mir einen schicken Sportwagen leisten können und auch mir so alltägliche Dinge leisten können, ohne aufs Konto zu gucken. Kein Bock auf gar nichts. Das war die Lebenshaltung von Christoph, bevor ihn Freestyle unter die Fittiche nahm. Mit 10 Jahren, von seiner Mutter in ein Heim abgeschoben, rebelliert er gegen alles und jeden. Mit 17 reist er aus und setzt sich nach Berlin ab. Dort treibt er sich monatelang ohne festen Wohnsitz herum. Mir war es scheißegal, was andere zu mir gesagt haben. Ich habe drauf geschissen. Ich habe auf der Straße übernachtet. Hab bei Kumpels übernachtet. Christoph lässt sich sein Gesicht zupiercen, rutscht immer weiter ab. Ich musste zur Maßnahme gehen vom Jobcenter aus und ich bin einfach nicht hingegangen. Ich habe quasi geschwänzt. Der Maßnahmenleiter hat gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall, dass ich nie was erreichen werde, weder Schule, weder Beruf, noch irgendwas. Der Maßnahmeleiter hat sich geirrt. Vor einem halben Jahr hat Christoph angefangen, nebenher das Abitur nachzuholen. Danach will er studieren. Doch dem 21-Jährigen ist klar, ohne Freestyle wäre sein Leben anders verlaufen. Benjamin hat mir sehr viel Ansporn gegeben und mir gut geholfen, auch wieder in die Schule reinzukommen, jeden Tag pünktlich zu kommen und regelmäßig zu kommen. Wo wären Sie, wenn es Freestyle nicht gäbe? Ich denke vielleicht unter der Brücke. Auch Rico B. hat dem Verein viel zu verdanken.
Er hat zum ersten Mal in seinem Leben ein sicheres Zuhause. Und er hat Menschen wie Benjamin Zwick, die ihn unterstützen. Das motiviert den 16-Jährigen, die Dinge anzupacken und sogar Pläne für die Zukunft zu machen. Mein absoluter Traum später ist, ein Kiosk zu besitzen, weil einfach, ich bin mein eigener Chef, ich kann machen, so, auf was ich Lust habe, ich kann verkaufen, auf was ich Lust habe. So, das ist mein absoluter größter Traum. So. Aber zunächst gilt es für ihn, seine aktuelle Situation zu klären. Der nächste Morgen. Rico hat kaum geschlafen. Kein Wunder, denn heute wird er erfahren, ob er der Vater des Babys ist, das seine Ex-Freundin vor 7 Monaten zur Welt gebracht hat. Er wünscht es sich von ganzem Herzen. Also wenn ich tatsächlich der Vater bin, dann werde ich mein ganzes Leben umkrempeln. Ich werde aufhören zu kiffen, ich werde mit allem aufhören, einfach weil ich will das meinem Kind bieten können, was meine Mutter mir zum Beispiel nicht wirklich bieten konnte. Liebe, füreinander da sein. 2 Stunden später ist der Brief mit dem Testergebnis da. Benjamin Zwick ist dabei, als Rico den Brief öffnet, um ihn aufzufangen, wenn es nötig sein sollte. Was steht da? Da steht, dass Rico mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% Hannas Vater ist. Das freut mich. Super. Wie geht's dir? Erleichtert. Jetzt können wir so in die Zukunft gucken, dass wir auch gucken, wie du Kontakte hast mit deinem, ja, mit deinem Kind, weil du ja hast jetzt auch Rechte, nicht ja wahr? Ja, jetzt habe ich in diesem Blatt habe ich Rechte und glaub mir, ich kämpfe für meine Rechte. Ja, Rechte und Pflichten. Pflichten, ja. Pflichten, Verantwortung. Weiß ich. Werde ich komplett übernehmen. Ja. Obwohl er sie bisher nur alle paar Wochen kurz sehen durfte, fremdelt die kleine Hanna überhaupt nicht, als Rico sie am nächsten Tag in seinen Armen hält. Der 16-Jährige hat sich fest vorgenommen, ein guter Vater zu sein und seiner Tochter all das zu geben, was er selbst als Kind nicht bekommen hat. Ob er das tatsächlich schafft, wird die Zukunft zeigen.